Sie beim Arzt stand neben den Rezepten, also Sie in der Küche zum Beispiel, Sie in der Küche und Sie beim Arzt, das stand daneben. Es sah so aus, als wenn man was da angeboten wurde, also dass man sich da gleich ärztlich also informieren müsste, was man da aß. Also das waren ja unheimlich eine große Menge Graubrot, nein, ja, eine große Menge Graubrot. Weiche man in Wasser ein, schlage es in ein Tuch ein, drücke es fest auf. Aus den Saft verwende man zu Suppen und Soßen. Werde ich nie vergessen, diesen Saft, den man aus einem eingeweichten Brot herauspresste, sollte man dann zu Suppen und Soßen verwandeln. Also es war so, dass man das schließlich bis zu einem Gebäck hochstilisierte, was man also aufschnitt und dann toasten sollte, was ja auch jeder konnte, irgendwie war man. Und dann eben das Ganze wird zum Tee gereicht und gegessen. Das werde ich nie vergessen. Das Ganze, die konnten das gar nicht mehr beschreiben, oder der Pudding oder so, wird zum Tee gereicht, da wurden sie vornehm und gegessen. Das muss also auch nur gegessen werden. Nein, ist nicht so komisch, aber ja, ich habe mich damals selber gesehen. Sie, gab eine Zeitschrift, Sie, Das Rolling heißt, Stone. Rezepte, die den Umgang mit dem Mangel ein bisschen verträglicher machen sollten. Ja, und eben fein in gehobener Sprache, nicht, damit das alles ein bisschen nach was aussah. Jedenfalls die Ausdrucksform. Sonst war es nicht, was man da ausdrücken musste, das war nicht dazu angetan.